Auf der Wache Köln-Mülheim dreht sich bei Jonas Schmidt und Marc Westerhofen gleich alles um einen herzlosen Diebstahl. Also ich bin wie so oft auf dem Wiener Platz und verkaufte Hotdogs halt für die Suppenküche, für einen guten Zweck. Und die Spendendose, die war wirklich rappelvoll und ich habe die dann in meinen Rucksack gepackt. Aha. Und ich habe dann halt meine zweite hingestellt und ja, dann kamen halt auch relativ viele Leute und haben sich dann Hotdog geholt. Und ja, ich wollte mir dann was aus meinem Rucksack holen und auf einmal war alles weg. Okay. Mein Schlüssel, meine Bankkarte, alles, jetzt mein auch Handy. Gleich, ja, oder? Natürlich. Also da ist ja auch so viel los, ich kann mir das nicht erklären. Ja gut, ne? Der Wiener Platz, der ist immer relativ gut besucht. Ja. Ne? Aber so Verdächtige oder so, haben Sie die irgendwie, haben Sie da welche gesehen? Na gut, bevor. Vielleicht auch innerhalb der Kundschaft, ne? Das kann ja auch schon mal sein, dass da so ein bisschen irgendwelche Kunden klebrige Finger bekommen. Ja, also ich habe mal versucht, mich zu erinnern. Also ich hatte kurz vorher ein Ehepaar. Dann noch einen etwas älteren Herrn und einen jüngeren Mann. Also das kann wirklich jeder gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Hallo, ich wurde gerade überfallen im Stadtgarten von einem älteren Rentner. Ganz kurz. Und danke, Kollegen. Das ist alles in Ordnung. Aber auf jeden Fall, im Stadtgarten ist ein älterer Rentner. Der wollte eigentlich nur, dass ich mit ihm Geld wechsle, weil er einfach Münzen brauchte. Und daraufhin hat er mir mein Portemonnaie weggenommen und darauf eingeschlagen. Einfach so. Und der Herr ist auf jeden Fall noch im Park. Okay, lassen Sie mal ganz kurz noch mal gucken, weil das ist eine ganz schöne klaffende Wunde. Brauchen Sie einen Arzt? Nein, das ist alles in Ordnung. Mir geht das alles gut. Gehen Sie danach ins Krankenhaus? Ja, genau. Dann kommen Sie halt mit mir ins Büro. Also ich wiederhole noch mal ganz kurz. Wiener Platz, ein Ehepaar hatten Sie, einen etwas älteren und einen jüngeren. Ja. Ja. Beschreiben können Sie die... Ich gehe jetzt mal von diesen drei Personen ja, aus, also von diesem Personenkreis. Der Jüngere ist mir dann schon eher im Kopf geblieben, der macht ja einen recht gepflegten Eindruck. Ja. Hat auch extra noch 2 Euro in die Spendendose getan, was ich dann auch noch toll fand, deswegen konnte ich mich noch gut erinnern an ihn. Okay. Na gut, das ist eine nette Geste, ne? Ja, eben, circa 1,90 groß, würde ich mal sagen. Wie gesagt, gepflegtes Aussehen, eine rote Jacke. Eine rote Jacke? Ja, das ist mir sehr aufgefallen und ja. Ja, also die sticht ja hervor, diese Jacke. Ja, ja. Der Täter ist auf jeden Fall da noch im Stadtgarten. Den müssen wir ganz langsam, ganz langsam. Kommen Sie mal gerade ein bisschen wieder runter. Kriegen wir alles hin, Ihnen geht es soweit gut. Dass Sie die nicht festhalten konnten, war der alleine gewesen, ehrlich jetzt? Der war alleine gewesen. Wie gesagt, er hatte nur seinen Gehstock dabei und sobald wir das Geld gewechselt hatten, hat er einfach auf mich losgeschlagen. Und ich bin dann auch direkt in die andere Richtung gegangen, hier zur Wache. Mhm. Und können Sie mir das beschreiben einigermaßen? Ungefähr, ja, etwas kleiner als ich. Zahre, beige gekleidet auf jeden Fall. Irgendwie ein Mantel oder so, braune Schuhe. So genau habe ich mir jetzt auch nicht angeguckt. Tag. Tag. Sie sind doch eine Polizei, oder? Wonach sieht's aus? Ja, sieht so aus. Ich habe da in den Stadtgarten gesessen, ne? Ja. Wollte gerade meine Zeitung lesen, so ganz gemütlich. Und da sehe ich auf einmal, wie so von schräg hinten so ein Typ ankommt. Okay. Und wie der, ich hatte die Tasche hier neben mir liegen, wie der auf einmal mit seiner Hand danach greift. Ja, da habe ich aber ganz schnell die Tasche an mich gezogen und dann habe ich dem eins rübergegeben. Lass mir nicht gefallen. Lass den Stock unten, okay? Ja, ist ja gut. Erklären Sie mir gerade mal, wie der junge Mann aussah. Vielleicht, was er anhatte. Ja, also da bin ich mir ganz sicher. Der hatte eine schwarze Hose. Schwarze Hose? Und eine ganz rote Jacke. Eine ganz rote Jacke, okay. Ja. Super. Ja. Den würde ich also sofort wiedererkennen, wenn der... Okay, Sie beruhigen. Ich werde verrückt. Dann ist er ja. Lassen Sie den Stock. Das ist der Dieb. Der hat mich beklaut. Na sicher. Er hat mein Portemonnaie geklaut. Hören Sie mal, ich hätte doch wirklich nicht nötig, so Sie haben mir mein Portemonnaie geklaut. Ich hab's doch nicht mehr. Ich bin eine gut bescholtene Rentner. Sie beruhigen sich jetzt. Müssen Sie mal auf. Wer war das? Sie beruhigen sich. Sie setzen sich jetzt gerade noch mal darüber. Dann werde ich mich gerade mit dem Kollegen noch mal kurz schließen. Sie bleiben da sitzen. Sie waren der Dieb. Ich habe das so halb am Rande jetzt gerade so mitbekommen. Ja. Sie kommen mal gerade bitte mit zu mir ins Büro. Das ist der Rucksack, den. Den Rucksack, den hat der da verloren. Es steht Aussage gegen Aussage. Marc Westerhofen will klären, wer die Wahrheit sagt und lässt sich von dem erbosten Rentner seine Version des Tatgeschehens schildern. Und ich sehe, wie so eine Hand auf einmal nach der Tasche greift. Und da habe ich sofort meine Tasche gegriffen und dann habe ich ihm eins verpasst. Da lasse ich mir doch nicht gefallen, dass er mich hier ausraubt. Zeigen Sie mir gerade mal den Stock, wo wir jetzt gerade hier dran sind. Das ist Blut, ne? Ja, kann sein. Ja, kann sein. Ja, ich habe ihn natürlich getroffen, ne? Mit voller Wucht. Den
Pass auf, den behalten wir jetzt erstmal bei uns hier, ne, weil da sind Blutanhaftungen drauf. Und wenn das jetzt sein Blut ist, haben Sie den wahrscheinlich erwischt. Der hat natürlich auch eine Version mir erzählt. Die deckelt sich natürlich nicht ganz so mit der Version, die Sie mir jetzt gerade sagen. Der Rentner ist sicher, dass ihn der Rucksack entlastet, den der junge Mann bei seiner Flucht verloren hat. Mark Westerhofen geht der Sache auf den Grund. Wir machen den gerade mal auf, ne? Ja. So. Oh, was ist das denn hier? Ja, so reingeguckt habe ich nicht. Nö, ist auch ganz gut so. Aber das ist eine Spendenbox hier. So ja. Okay, da kann ich bestimmt gleich was anderes zu sagen. Was haben wir denn noch hier drin? Ein Smartphone drin, eine Jacke. Aber was mir jetzt überhaupt nicht passt, ich habe mal noch ein Portemonnaie, da ist auch bestimmt irgendwas drinnen. Was mir gar nicht passt, die sagten jetzt gerade, glaube ich, eben, oh, die Frau Friedrichs. Das ist jetzt ein Zufall. Kenne ich nicht. Und Sie wissen auch gar nichts, was in dem Rucksack hier drinnen ist? Nein, oder sein könnte. Ich habe den nicht aufgemacht. Ich habe gedacht, da ist vielleicht noch eine Waffe drin und dann sind da meine Fingerabdrücke dran. Das wollte ich gar nicht riskieren. Nein, alles. Darum bin ich auch sofort hier hingekommen. Aussage war rote Jacke. Ja, das bin ich mir ganz sicher. Was war das? Eine Sportjacke? So eine Anorak, so eine Wetterjacke, so eine Windjacke. Sehen Sie, und genau das ist der Punkt. Das passt zu dem Herrn nicht, der da draußen ist, weil der hat eine schwarze Jacke. Aber der war das. Der sieht genauso aus. Bis auf die rote Jacke. Ja, was weiß ich. Vielleicht hatte der ja noch eine zweite Jacke dabei. Das versuchen wir herauszufinden. Aber ich kann sie noch nicht entlassen. Mark Westerhofen vermutet, dass es sich bei dem Angreifer im Park auch um den Täter handelt, der der Spendensammlerin den Rucksack gestohlen hat. Er will die 37-Jährige nochmals genauer befragen. Das ist doch meine Tasche. Ja, gucken Sie mal. Wo kommt die denn her? Ja, genau. Das ist jetzt ein Zufall eines Zufalls, will ich erst mal so sagen. Ich habe jetzt dort einen Herrn sitzen, der nämlich genau diesen Rucksack wohl im Stadtpark wohl gefunden hat. Stadtgarten. Ja? Das kann doch nicht wahr sein. Haben Sie mal reingeschaut, ob noch die Spendenbox drin ist? Sie werden lachen, es ist so, wie es aussieht, vielleicht alles sogar noch drin. Ich habe nämlich auch Ihren Ausweis, Ihr Handy, Ihre Umziehsachen. Ja, das ist alles meins. Das ist die Spendenbox. Hier, das ist auch meins. Meine Jacke, alles. Wie hast du jetzt diese Tasche, hast du jetzt bei den Herren gefunden? Das war der ältere Herr, der hat die direkt hingeknallt. Genau, den du da jetzt vorne angenommen hast. Okay. Das hängt aber wieder anders wieder zusammen, weil der alte Herr, der hat seine Tasche verteidigt, seine eigene Tasche. Ja. Die liegt jetzt da noch drin halt bei ihm, weil dieser Herr, der hinter Ihnen jetzt gerade sich befindet, versucht hat, diese Tasche zu entwenden. Den kennen Sie jetzt auch? Natürlich. Das hätte mich jetzt nicht gewundert, dass Sie den nicht kennen. Der hat nur eine andere Jacke angehabt. Eine rote Jacke hatte der voran. Das hat der Herr dort drin auch bestätigt. Eine rote Jacke, ganz genau. Klar, das ist er. Ich kenne Sie nicht. Was? Du hast von mir ein Auto gekauft. Noch 2 Euro extra an die Spende. Ich meine, das fand ich ja super. Aber was ist jetzt hier? Also, junger Mann, das ist ja jetzt, ich sag mal, ist belastend gegenüber Ihnen jetzt. Aber ich meine, wenn jetzt zwei Parteien, unabhängige Parteien, sowas behaupten, dann würde ich mir schon mal Gedanken machen, ne? Ob da vielleicht doch nicht irgendwas Wahres dran ist. Wie sieht es denn mit dem Ausweis bei Ihnen aus? Sie haben gerade eben gesagt, Sie hätten nichts dabei. Und dieser alte Herr, der hätte bei Ihnen alles entwendet. Und das stimmt nicht so ganz, ne? Dann noch mal auf meine Frage hin. Haben Sie denn einen Ausweis dabei? Nee, leider nicht, weil der ältere Herr hat ja mein Portemonnaie. Okay, dann können Sie mir bestimmt sagen, wo Sie wohnen, oder? In der Peter-Bauer-Straße. Die Polizisten wollen klären, ob es dem 26-Jährigen in der Kürze der Zeit möglich war, zu Hause seine Jacke zu wechseln und dann zur Wache zu kommen. So, wir haben an der Karte mal gerade mal geschaut. Also ich sehe mich da selbst in meinem Alter immer noch in der Lage, von dieser Parkanlage über die Peter-Bauer-Straße zur Wache zu laufen. Das schaffe ich auch in 10 Minuten. Also, was ist jetzt passiert? Ich sage Ihnen jetzt vorab schon mal, Sie sind wahrscheinlich, so wie es aussieht, tatverdächtig und beschuldigt an einem Strafverfahren. Das heißt, Sie brauchen eigentlich gar nichts mehr aussagen, was Sie selber belassen könnte. Würde aber schon dem Sachverhalt dienen, vielleicht nachher in der Gerichtsverhandlung mildernde Umstände geben. Aber das entscheide ich nicht. Deswegen können, müssen nicht. Wollen Sie was sagen oder lassen wir das hier? Weil dann schicken wir gleich die Kripo bei Ihnen nach Hause und die wird die Bude auf links drehen. Ja. Mein Gott, was soll ich denn machen? Heutzutage hat jeder einen guten Job. Ich habe keinen Job, ich habe keine Ausbildung. Ich habe die ganze Zeit nichts auf die Kette gekriegt. Und jeder Mensch heutzutage hat einen Haufen Bargeld bei sich dabei. Wie auch immer, auf jeden Fall. Ja. Sie haben eine rote Jacke, ne?
Und ist das genauso gewesen, wie wir das gerade dargestellt haben? Kurz nach Hause und dann sind Sie hingekommen. Ja, mein Gott, das stimmt. Was soll ich denn noch... Erzählen Sie uns einen, von wegen Sie sind überfallen worden. Der Täter wird wegen Diebstahls und falscher Verdächtigung belangt. Der Rentner muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.